So, da sind wir hier mal. So, für alle, die sich dafür interessieren, AIDA Sol 4407 Kabinennummer, direkt vorne am Bug. Also das sind also wirklich die allerersten Kabinen. Sprich, wenn ein Eisberg kommt, sieht man ihn zuerst. Beziehungsweise sieht man nicht, es sind Innenkabinen. Fangen wir doch mal direkt hier rechts an. Beziehungsweise rechts erstmal Schwank. Wie man sieht, oben die Schwimmwesten, Kleiderbügel, zwei Bademäntel. Und unten sind auch noch Decken für an Bord, an Deck meine ich. Ja, wie man sieht, unten habe ich noch mal ein Handgepäck. Ja, mehr ist in diesem ersten Schrank nicht drin. Und dann kommen wir zum zweiten Schrank, also zur zweiten Türe. Wie üblich ein Safe, ein Zimmersafe. Und ansonsten Wäschebeutel und diverse Fächer. Ja, das wäre das. So, noch mal kurz einen Überblick über das ganze Zimmer. Ja, man sieht schon, mein Koffer steht da, weil es ist der Abreisetag. Morgen früh geht es los. Sprich, die Koffer werden heute Abend bis spätestens 2 Uhr morgens müssen die vor der Tür stehen. Oder man stellt sie halt selber, das geht natürlich auch. Aber ich werde sie vor die Tür stellen und dann werden die transportiert. Ja, das ist eigentlich so das Zimmer hier. Eigentlich für 2 Personen okay. Ja, also es ist eine kleine Aufmerksamkeit vom Steward. Ja, gut. Drüben die Birne geht eigentlich auch. Ich habe sie noch ausgeschaltet. Hier, ich gehe mal hinten rum. Dann kann ich hier noch das Licht anmachen. Schalten wir es auch mal ein. Wird es vielleicht ein dicken heller hier. Ja, so. Da hinten sind auch noch ein paar Fächer. Es stehen auch dort Informationen über AIDA, das Magazin. Und diverse Sachen über, was man hier buchen kann und so weiter. Die Wasserflaschen, die da stehen, die kosten natürlich extra. Da können wir mal gleich direkt gucken. Also da vorne ist der Fernseher noch. Die Nikoläuse, die da stehen, die gibt es natürlich nicht immer. Die sind natürlich jetzt nur, weil heute ist Heiligabend ist heute. Ja, deswegen gab es heute Abend ein extra Menü und da gab es Nikoläuse und so weiter. Ne? Kommen wir zum Wasser. Das hatte ich gerade erwähnt. Das Wasser hier kostet extra. Was kostet es denn hier? Naturell, also hier, egal welche, kostet 2,50 Euro. Ein Liter. Ist okay eigentlich für das Schiff. Ist in Ordnung. Ne? Ja, hier haben wir es. AIDA Magazin. Und Sicherheitsinformationen und so weiter. Ja, wie gesagt, hier ist dann ein kleiner Hocker, Mülleimer, Fernseher, Tisch, Spiegel. Ne? Da sieht man sich dann nochmal. Ich habe meine Sachen noch. Da ist schon wieder der Ausgang. Ja, hier rechts oben ist die Klimaanlage. Die funktioniert sehr gut. Dann kommen wir mal zum Badbereich. So, da wäre der Badbereich. Also die Dusche, klar, ebenerdig. Wunderbar. Auch Waschgelegenheit. Eigentlich passt alles. Ist Handtücher genug.
Wenn man hier reinguckt, gibt es hier noch, hier ist die Toilette, da oben auch wieder Ablagemöglichkeiten für diversen Kleinkram. Alles vorhanden. Also keine Probleme. Wir gehen mal kurz hier rein. Ja, naja, also wie gesagt, kann man nicht meckern. So, da unten ist noch ein kleiner Hygieneeimer für die Damen. Ansonsten, wie gesagt, alle Handtücher hängen nicht mehr da. Ich habe schon mich quasi vorbereitet für morgen früh. Denn morgen wird sehr früh ausgecheckt und dann ist leider schon die eine Woche rum. Das war mit der Ida Sol, das war jetzt die Kanarenreise. Kann ich jedem mal empfehlen, ich habe es das zweite Mal schon gemacht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich möchte jetzt den Schiffstester Matthias Mohr jetzt keine Konkurrenz machen. Ja, aber nur damit man auch mal sieht, dass, wie es in kleineren Kabinen aussieht, weil er testet ja eigentlich mehr die größeren und nobleren Kabinen. Hier mal so ein paar kleinere, eine kleinere Kabine, die eigentlich auch für Alleinreisende oder ich sag mal sparsam orientierte eigentlich vollkommen okay ist. Ja, Fernsehprogramm ist übrigens größtenteils, oder was heißt größtenteils, ist größtenteils deutsch. Ja, RTL, Sat1, ARD, ZDF, für die, die es interessiert, die, für die Serien-Junkies oder so unter uns. Ja, also ist eigentlich alles vollkommen okay. Also wie gesagt, kann man machen. Ja, und ja, das war's eigentlich von mir. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.